Liegt Gabriel schon im Herz der Zuschauer mit seinen Tanzschritten? Am Freitag war es wieder soweit. Neue tanzbegeisterte Prominente schwangen sich über das Parkett von Let's Dance, manche besser als andere. Doch Gabriel Kelly, 22, machte eine beeindruckende Figur und sicherte sich 18 Jurypunkte. Am Ende holte sich der Sänger sogar die begehrte Wildcard und ist somit in der nächsten Show vor dem ausgeschützt. Die Zuschauer sind bereits hin und weg von Gabriel. Wie sympathisch und witzig ist Gabriel bitte, eine absolute Überraschung. Er hat wirklich, wirklich gut getanzt. Ich freue mich auf weitere Tänze von ihm, oder, was für ein sympathischer junger Mann, lauten nur einige der vielen Kommentare auf Instagram. Viele Fans sehen den Promi-Nachwuchs sogar schon im Finale. Doch einige Nutzer machen auch Scherze darüber, dass der Sohn von Angelo Kelly, 42, die Wildcard gewonnen hat, ja, wenn da wohl die ganze Familie anruft. Nicht nur Gabriels Leistung findet im Netz viel Zuspruch, sondern auch die Auswahl seiner Tanzpartnerin wird sehr begrüßt. In der Kennenlernshow wurde der Musiker mit der Profitänzerin Malika Jumaev, 33, gepaart, eine Kombination, die für viele Zuschauer definitiv finale Würdigkeit verspricht.